Ich habe vorhin so locker flockig gesagt, wir berechnen einige Folgenglieder dieser Potenzmethodenfolge und akzeptieren dann das, was da rauskommt, als eine Näherung an unseren Eigenwert. Das ist natürlich so völlig wertlos. Ich muss natürlich wissen, wie genau ich dann tatsächlich zu einem gewissen Zeitpunkt bin. Ähnlich wie beim Banachschen Fixpunktsatz und den Fixpunktfolgen, wo wir ja auch eine Abschätzung dafür hatten, die a priori und a posteriori Abschätzung, wie gut unser aktuelles Folgenglied tatsächlich ist. Und irgendwas brauchen wir so auch für die Eigenwerte. Und für symmetrische Matrizen ist das relativ einfach hinzubekommen und das wollen wir jetzt uns einmal ganz kurz anschauen. Okay, wir brauchen also eine Fehlerabschätzung für Eigenwerte und dazu sei zunächst mal gegeben eine symmetrische Matrix aus dem n Kreuz n und wir nehmen an, wir haben Näherungen für Eigenwert und Eigenvektor und zugehörigen Eigenvektor dieser Matrix gefunden, nämlich Lambda-Schlange und x-Schlange. Okay, dann definiere ich meinen Defekt D als AX-Schlange minus Lambda-Schlange mal X-Schlange. Und Sie sehen schon, wenn dieser Defekt 0 ist, dann haben wir tatsächlich einen korrekten Eigenwert und einen korrekten Eigenvektor gefunden. Achso, wir setzen natürlich voraus, dass X-Schlange ist nicht 0, ja, also wie üblich. Okay, jetzt ist das aber nicht 0 und da möchte ich natürlich wissen, wie weit bin ich noch vom nächsten Eigenwert entfernt? Und die Aussage ist, es gibt ein Lambda, ein Eigenwert Lambda von a, sodass Lambda-Schlange minus Lambda zum Betrag kleiner gleich der Norm von d ist, dieses d von gerade, geteilt durch die Norm von x. Und gemeint ist jeweils die 2-Norm. Das heißt also, wenn ich Ihnen ein Lambda-Schlange, ups, das ist eine x-Schlange hier vorne, ups, sorry. Das heißt also, wenn ich Ihnen ein Lambda-Schlange und x-Schlange gebe, dann können Sie mir sagen, wie weit dieses Lambda-Schlange noch vom nächsten Eigenwert entfernt ist. Okay, gut, also das Ding ist symmetrisch und dann werden wir vermutlich mit den entsprechenden Eigenschaften von symmetrischen Matrizen arbeiten müssen. Und die Haupteigenschaft, die wir immer brauchen, ist, symmetrische Matrizen haben eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren. Okay, das nehmen wir also wieder an. Also sei xi eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren von a zu Eigenwerten lambda i. Und das heißt, wir können unsere x-Schlange, unsere Näherung für einen Eigenvektor entwickeln in diese Basis mit Koeffizienten μ i. Das heißt, x-Schlange gleich Summe i gleich 1 bis n, μ i mal xi. Okay, wir haben schon mal in 3,15 ausgerechnet, 3,15 Teil 2, das war dieser Punkt, wo wir die 2-Norm von Matrizen ausgerechnet haben. Die 2-Norm von x-Schlange zum Quadrat ist dann einfach die Summe der Koeffizienten zum Quadrat. Das heißt also, es ist Summe i gleich 1 bis n mu i zum Quadrat. Okay, unsere Differenz, unser Defekt d ist ax-Schlange minus Lambda-Schlange mal x-Schlange. Und das setze ich jetzt erstmal ein. Also diese Darstellung von x-Schlange setze ich ein hier. Und dann steht hier a mal die Summe mu i mal xi. Und naja, es zieht das a hier vorne gleich raus, die Summe rein und die Summe raus. Dann habe ich eine Summe i gleich 1 bis n, μ i mal axi minus Lambda Schlange mal μ i mal xi. Ja? Also für beide x-Schlangen hier diese Darstellung eingesetzt. Okay, axi ist aber gleich Lambda i mal xi. Und wenn ich das einsetze, steht hier nichts anderes als die Summe i gleich 1 bis n, mu i, kommt auf beiden Seiten hier vorne vor, mal Lambda i minus Lambda Schlange mal xi. Ne? Einfach nur ausgerechnet. Okay, dann gehen wir über zur Norm. Und das bedeutet, die 2-Norm von d zum Quadrat ist also gleich, naja, Summe der Koeffizienten zum Quadrat, die hier vorne stehen. Und das ist die Summe i gleich 1 bis n, μ i Quadrat, Lambda i minus Lambda Schlange zum Quadrat. Das ist dieser alte Satz. Okay, ich ersetze mal das Lambda i minus Lambda Schlange hier vorne durch das Minimum über alle Lambda i minus Lambda Schlange zum Quadrat. Dann wird das hier bestimmt nicht größer, also es ist bestimmt hier größer gleich, was hier steht. Größer gleich dem Minimum alle i, Lambda i minus Lambda Schlange zum Quadrat. Das ziehe ich direkt raus. Und dann überbleibt hier vorne in Summe i gleich 1 bis n mu i zum Quadrat. Okay, das haben wir gerade ausgerechnet, das ist nichts anderes als die 2-Norm von x-Schlange zum Quadrat.
Wunderbar. Das heißt also, die 2-Norm von d zum Quadrat ist die 2-Norm von x Schlange zum Quadrat mal, ist größer gleich der 2-Norm von x Schlange zum Quadrat mal das Minimum alle i, Lambda i minus Lambda Schlange zum Quadrat. Okay, wenn ich das jetzt auflöse, also einfach nur das x Schlange auf die andere Seite bringe, dann steht da also das Minimum über alle i, Lambda i minus Lambda Schlange zum Quadrat, ist kleiner gleich die 2-Norm des Defekts zum Quadrat geteilt durch die 2-Norm von x Schlange zum Quadrat. Jetzt ziehen Sie noch einmal die Wurzel und dann ist das genau die Aussage, die wir oben gemacht haben. Okay, das heißt also, ich kann sehr einfach feststellen, wie weit ein gegebenes Pärchen aus Eigenwert und Eigenvektor noch vom nächsten echten, korrekten Eigenwert entfernt ist. Und ich weiß dadurch, wann ich tatsächlich mit meiner Reihe aufhören kann, wann meine Näherung ganz genau genug ist. Dieser einfache Satz hat noch einen ganz interessanten Nebeneffekt, nämlich wir haben am Anfang uns mal überlegt, was passiert eigentlich, wenn wir auch die Matrix nicht ganz genau kennen. Bei der Lösung von Gleichungssystemen haben wir das zum Beispiel untersucht und auch hier wollen wir uns das jetzt nochmal anschauen. Das heißt also, angenommen, wir kennen die Matrix gar nicht so ganz genau, nämlich wir kennen statt der echten Matrix A nur eine Matrix A-Schlange gleich A plus dA und wieder der Einfachheit halber, nee, nicht der Einfachheit halber, wir nehmen an, dass alle tatsächlich symmetrisch sind. Das heißt also, sowohl meine Näherung, die ich habe, als auch die echte Matrix, als auch der Fehler, die sollen symmetrisch sein. Okay, dann nehmen wir mal an, wir haben einen korrekten Eigenwert von A Schlange bestimmt. Und dann interessiert uns natürlich, wie weit ist denn dann der wirkliche Eigenwert, den wir eigentlich wie weit ist der nächste Eigenwert, x-Schlange sein Eigenvektor von a-Schlange zum Eigenwert Lambda-Schlange. Und uns interessiert, wie falsch ist jetzt dieses Lambda-Schlange hier vorne, denn wir haben ja den Eigenwert der falschen Matrix ausgerechnet. Okay, gut. Ich behaupte, es gibt einen Eigenwert Lambda von A, sodass Lambda minus Lambda Schlange kleiner gleich die Norm von dA mal x Schlange geteilt durch die Norm von x Schlange 2-Norm ist und das ist kleiner gleich der 2-Norm von dA. Okay, also wenn ich mir das hier angucke, das sieht genau aus wie der Satz, den wir gerade bewiesen haben. Und der Satz sagt im Grunde aus, naja, wenn ich eine Matrix nehme und die störe, um so einen kleinen Fehler dA, dann muss ich damit rechnen, dass sich auch meine Eigenwerte um genau diesen Betrag verschieben. Das ist meines Erachtens eine relativ gute Aussage. Also sowas hätte ich wahrscheinlich auch erwartet. Okay, zum Beweis, wir müssen eigentlich nur diese Norm von d ausrechnen. Die Norm von d, naja, das war das ax-Schlange minus Lambda-Schlange mal x-Schlange. Und wenn ich das einsetze, naja, das a ist a-Schlange minus dA. Das heißt also, das hier ist nichts anderes als a-Schlange minus dA mal x-Schlange minus Lambda-Schlange mal x-Schlange. Das x-Schlange ist ein Eigenvektor von a-Schlange zum Eigenwert Lambda-Schlange. Das heißt, das hier vorne ist 0 und hier steht nichts anderes als die Norm von dA mal x-Schlange. Ich setze das hier oben ein und dann ist tatsächlich genau das bewiesen, was hier vorne steht. Okay, das heißt also, diese Aussage ist noch relativ gut. Wenn ich meine Matrix störe, dann muss ich damit rechnen, dass sich auch meine Eigenwerte verschieben und die Verschiebung, die liegt in der Größenordnung der 2-Norm der Verschiebung. Wunderbar. Dieses sehr schöne und sehr positive Ergebnis geht so leider tatsächlich nur für symmetrische Matrizen. Also das war kein Zufall. Also ich habe es mir nicht besonders einfach gemacht, sondern tatsächlich dieser Beweis funktioniert so wirklich nur für symmetrische Matrizen. Sind die Matrizen nicht symmetrisch, insbesondere sind sie nicht diagonalisierbar, dann sind die Verhältnisse leider sehr, sehr viel unglücklicher. Und tatsächlich können bei nicht symmetrischen Matrizen schon kleine Verschiebungen tatsächlich zu kleine Änderungen der Matrix schon zu großen Änderungen in den Eigenwerten führen. Und das ist dann eben nicht so schön und da muss man tatsächlich mit anderen Methoden dann nochmal rangehen.